Ich kann nicht mehr. Ich frag nicht, fragt einfach nicht. Ich bin fix und fertig. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich kam gerade von der Schule und ich dachte mir, ich mache heute einfach mal eine After-School-Routine, weil sich das viele gewünscht haben und ich habe es euch ja auch versprochen. Und deswegen, ja, die Mama ist gerade am Kochen, zeige ich euch gleich. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's. So, Mama ist gerade am Kochen. Das sieht, naja, irgendwie, es sieht nicht so gut aus, aber ich glaube, es schmeckt. Es riecht gut, Leute, aber es sieht so ein bisschen aus wie Katzenfutter. Also ich, doch keine Katzenfutter, das ist so eine Reispfanne asiatisch, bitteschön. Mama, es fokussiert nicht. Okay. Jetzt. Oh, ah, heiß! Das sieht irgendwie gar nicht ästhetisch aus. Ich hab so einen Muskelkater. Ja. Guten Appetit! Ich habe jetzt gegessen. Das war okay. Irgendwie, irgendwas daran hat nicht geschmeckt. Irgendwas war immer so ganz plötzlich so richtig süß. Also, keine Ahnung, war nicht so gut, aber es war okay. Und jetzt auf jeden Fall, ich muss Hausaufgaben machen, ich muss Englisch machen. Nur, ich habe ein Problem. Und zwar, also an sich, ich weiß schon so ungefähr, was ich machen muss. Aber ich habe mir meine Hausaufgaben halt auf meine Hand geschrieben. Ja, ich weiß nicht. Ja, man sieht es einfach nicht mehr richtig. Ich weiß nicht, ob ich hätte schon ziffern können. Aber ja, ein Tipp, Leute, kauft euch ein Hausaufgabenheft. Und auf jeden Fall, ja, ich habe mir hier, also meine Mama hat mich hier Tee und Reiswaffeln gemacht. Diese Reiswaffeln mit so Joghurt oben drauf. Das ist so Joghurt-weiße Schokolade, glaube ich, ungefähr. Es ist so lecker, Leute, die gibt es bei DM. Die sind so am Rand blau und so halt durchsichtig, ja. Und ja, ich muss Englisch Hausaufgaben machen. Habe ich Lust? Nein. Aber ich muss machen. Bei uns ist Englisch rot, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe Englisch bei euch hat. Ja, bei mir ist rot. Und sonst, ich bin so glücklich, dass ich meinen Schreibtisch... Muss jetzt ein Flugzeug vorbeifliegen. dass ich meinen Schreibtisch aufgeräumt habe. Weil es alles so clean organisiert, wisst ihr, ich meine? Ist so viel besser. Ja, ich fange jetzt auf jeden Fall an. Ich muss Vokabeln abschreiben, das weiß ich. Und währenddessen schaue ich immer was auf Netflix, weil ich kann mich dann irgendwie besser konzentrieren. Ich weiß auch nicht. Ich finde, dann macht es mehr Spaß, das aufzuschreiben und alles. Muss ich jetzt anfangen. Ich bin auch mal fertig mit Hausaufgaben. Ich muss so viele Vokabeln abschreiben. Und dann muss ich vom... Ich habe es mir übrigens aufgeschrieben. Ich habe eine Klassenkameradin gefragt, was wir machen müssen. Ich habe in meinem Workbook, ich habe aus Versehen eine Seite mehr gemacht, als wir eigentlich machen mussten. Aber egal, wir machen das wahrscheinlich dann morgen in der Schule und dann habe ich es halt schon. Deswegen, ja, nicht schlecht. Und da habe ich Vokabeln aufgeschrieben. Ich habe eins, die Seite abgeschrieben, die Seite und die Seite, weil unser Lehrer sammelt morgen unser Vokabelheft ein. Und ich habe halt noch nicht alle mitgeschrieben und alles. Deswegen habe ich das jetzt schon gemacht. Mir fehlen noch ein paar, aber die mache ich dann heute Abend, weil da habe ich gerade absolut keine Kraft mehr zu. Ich räume jetzt auf jeden Fall ein bisschen hier meinen Schreibtisch erstmal auf, weil, Leute, Chaos. Chaos. Okay, Leute, fertig mit Aufräumen. Es war gar nicht so schlimm eigentlich, also es ging. Die Sachen habe ich jetzt mal noch hier liegen gelassen, weil ESK, das ist halt nebenan alles, muss ich noch ein bisschen lernen. Und Englisch muss ich halt dann noch fertig machen später. Und ja, jetzt mache ich erstmal eine kurze Pause und dann müssen wir los zum Sport. Okay, Leute, jetzt erstmal eine kurze Pause machen, weil das war gerade wirklich zu anstrengend. Oh mein Gott, dieser Fernseher manchmal. Ich hab's hinbekommen. Mein Fernseher geht wieder. Oh, ist das für ein Trailer? Oh mein Gott, das ist Trolls 3. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Noch drauf. Ich habe ganz vergessen, dass ich heute ja noch ins Kino gehe. Ich schaue nämlich den neuen Trolls-Film an. Und zwar ist das jetzt schon der dritte Teil, also Trolls 3.
Und ja, Leute, ich liebe es einfach. Es ist alles so schön bunt und lustig. Und keine Ahnung, man wird irgendwie direkt viel glücklicher, finde ich. Es ist einfach eine große Party von Anfang bis zum Ende. Und am meisten bin ich auf Viva gespannt. Sie ist nämlich ein neuer Trolls-Charakter. Und Leute, sie ist einfach die erste mit blonden Haaren. Einfach... ich... ja. Und ja, Leute, ich freue mich einfach voll. Deine Bandtage sind wohl doch noch nicht vorbei. Ja, Leute, ich bin mir sicher, die Trolls erleben auch wieder in Gemeinsam stark ein riesengroßes Abenteuer. Aber ich muss jetzt los. Danach geht's ins Kino. Okay, Leute, wie gesagt, ich muss jetzt meine Sportsachen packen. Aber eigentlich habe ich schon gefühlt alles an. Und zwar unter meiner Hose hier diese Leggings. Das ist einfach so eine lange Nike-Leggings. Und drüber habe ich hier schon hier hingelegt. Hatte ich jetzt... das sieht voll unordentlich aus. Ne, Leute, habe ich mir schon hingelegt hier. Mein Jordan-T-Shirt, das ziehe ich dann einfach so drüber, dann über die Nike-Hose. Und okay, drunter habe ich von New Yorker so ein Sport-BH an, weil es wird immer sehr warm und dann ziehe ich den halt an und das sieht das hier aus. Okay, dann ziehe ich jetzt mal ganz kurz mich um. Okay, umgezogen bin ich. Boah, ich mag es gar nicht, mich in Leggings so zu zeigen, weil es ist skinny. Aber hier, das habe ich jetzt an. Das ist einfach wirklich richtig basic, eine Leggings. Und ja, jetzt machen wir uns noch zusammen schnell einen Zopf, weil niemals mit offenen Haaren zum Sport gehen oder mit nur lockeren Haaren, weil dann irgendwann dir fällt alles so ins Gesicht und du schwitzt und dann ist es eklig. Mein Hund ist schon wieder am Bellen und ich werde schon wieder sauer, weil er macht mich in der Zeit sehr sauer und ich muss meinen Stuhl kurz ein bisschen weiter hochdings, weil der ist ganz schön weit unten gewesen gerade. Ich mache die Haare jetzt aber nicht irgendwie mit Gel oder so, weil ich habe die erst ein bisschen, also vor kurzem gewaschen. Ich glaube, ich muss eh heute Haare waschen, aber ich klatsche da letzte Zeit so viel Gel rein. Das ist richtig eklig. Deswegen mache ich da jetzt nur Wasser rein. Nehme mir meine Sleek-Zopfbürste, die voll ist mit diesem Sprühkleber. Und Leute, unterschätzt den nicht. Unterschätzt diesen Sprühkleber nicht. Ich habe mir den nur gekauft für so Glitzerhosen. Und ja, jetzt benutze ich den halt, weil der war nicht gerade günstig. Und jetzt sind alle meine Sleek-Bürsten richtig verklebt. Also ich empfehle ihn euch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, auf jeden Fall, ich gehe zu CrossFit. Hier seht ihr meine Muckis. Nein, Spaß. Ich gehe auf jeden Fall zu CrossFit und was wollte ich hier sagen, genau. Das ist immer in so einer Halle drin. Und ich bin richtig glücklich, dass es jetzt kälter wird, weil dann ist in der Halle halt, es ist auch kalt, aber ist nicht so kalt, wisst ihr, ich meine. Und dann kann man halt Sport machen und man schwitzt nicht so krass. Also man schwitzt schon, so Duschen schwitzen, aber zum Beispiel... Ich habe, also im Sommer, ich muss wirklich immer dann zweimal, beziehungsweise dreimal in der Woche immer Haare waschen, weil ich so geschwitzt habe. Und ja, das war alles blöd. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall glücklich, dass es nicht mehr so krass warm ist, weil dann schwitze ich hier oben an mein Haar nicht mehr so. Ja, kurz ganze Roman euch erzählt. Yes, jetzt benutze ich auf jeden Fall hier mein Haarkleber mit so einer... Bürste. Ich habe die mal bei, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Lush, genau, bei Lush mitgenommen. Die waren da so. Und ich habe auf TikTok gesehen, dass die kostenlos sind. Deswegen, ich habe die mitgenommen. Ich hoffe, das stimmt. Aber ich glaube schon, weil normal schmeißen die ja dann eh das alles weg. So, wisst ihr, ich meine? Weil die sind ja nicht wiederverwendbar. Also, wenn es halt noch andere benutzen. Und damit mache ich jetzt so meine Babyhaare weg. Und die Haare hier vorne, dass die nicht in mein Gesicht hängen beim Sport. Aber eigentlich, also, beim Sport ist mir nicht wirklich wichtig, wie meine Haare aussehen, weil... Ach komm, dann klatsche ich halt wieder Sprühkleber rein, mein Gott. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Nee, beim Sport ist mir gar nicht so krass wichtig, ob irgendwie jetzt ich gut aussehe oder nicht, weil spätestens nach der ersten Übung bin ich eh rot wie eine Tomate. Und dann ist auch wieder egal, wie ich aussehe. Naja, ich tue jetzt auf jeden Fall noch so eine Klammer an meine Haare. Ja, das hält bei mir zum Glück immer ganz gut, weil dann... Ich klebe meine Haare nicht irgendwo an meinem Nacken oder so hier. Ich mag es auch nicht so. Finish. Das ist wirklich eine richtig gute Sportfrisur, Leute. So oder wenn ihr den Zopf so runterflechtet noch, dann ist auch richtig schön. Und es hält bombenfest, wenn ihr die Klammer richtig reinmacht. Das ist jetzt mein Fit. Oh, Füße. Nee. Ich habe gar keinen guten Platz für meine, hier, was ihr seht, hier, Sporthose, Leute. Ja, ich hole jetzt noch schnell mein Trink und dann müssen wir los, weil es ist, glaube ich, schon kurz vor halb und um halb muss ich losfahren. Ich ziehe jetzt kurz meine Jogginghose wieder drüber, weil es ist kalt. Jogginghose ist wieder unfit und jetzt
Geh mal los. Ich ziehe beim Sport immer nur meine Schlappen an, weil, also, und halt Sportschuhe, aber ich gehe jetzt nicht noch in meine Straßenschuhe rein. Das ist dann zu viel Arbeit und ich habe auch danach, nach dem Training, keinen Bock mehr. Und, ja, meine Schuhe sind im Auto und Training ist auch im Auto, deswegen, let's go. Wetter ist ja richtig schön, Leute. Ja, nee. Das Wetter ist richtig eklig, So, und jetzt nur noch auf Mama warten. Das sind übrigens meine Sportschuhe, Leute. Richtig cool, ne? Nee, ist einfach nur langweilig, weil ich muss hier warten auf Mama. Und ja, dann fahren wir los und ich würde sagen, wir sehen uns dann nach dem Sport wieder. Bis gleich. Leute, ich bin zurück und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was mit meinen Haaren gerade abgeht, Leute, fragt nicht. Fragt einfach nicht. Ich bin fix und fertig. Wir haben gestern in der Schule Sportnoten gemacht. Und es war, ich habe eh schon überall Muskelkater gehabt. Mir tut alles weh, Leute, mir tut alles weh. Es ist so schlimm gerade. Naja, auf jeden Fall geschützt habe ich eigentlich fast, eigentlich gar nicht, Leute. Also wir haben auch fast schon Workouts gemacht, deswegen, es ging. Es war nicht so krass anstrengend, aber mir tut trotzdem, oh. Mir hat gerade eine Freundin, kennt ihr diese Freunde, die nie zurückschreiben? Mir hat gerade diese eine Freundin geschrieben. Auf jeden Fall, ich war eben gerade beim Sport und ich kann einfach nicht mehr, habe ich ja schon gerade gesagt und so. Und ja, Leute, ich gehe jetzt los ins Kino. Also ich mache mich davor erstmal ein bisschen fresh, weil ich kann so mit Jogginghose und dem T-Shirt, was ich gerade beim Sport anhatte und so, nicht gehen. Aber ja, ich mache mich jetzt ein bisschen fresh und dann gehen wir los. Das Oberteil einfach angezogen schnell. Ich weiß, ich hatte es vor lange nicht mehr an und jetzt kann ich es endlich wieder anziehen. Hier ist I Love You Maybe. Und ja, jetzt fahren wir los. Leute, schaut mir jetzt einfach ein riesengroßes Plakat von Poppy und Viva. Nochmal, der Film kommt heute, also am 19.10. In die Kinos. Und ja, ich hole mir jetzt erstmal Popcorn und danach schaue ich es ihn an. Also Leute, wir schauen jetzt den Film und schaut mal, hier ist noch so eine Box, da kann man reingehen und sich hier hinstellen und hier auch und dann kann man wieder rausgehen. Wir schauen jetzt Trolls 3 an, Leute. Gehen wir rein. Ich bin wieder zu Hause, ich habe auch mich schon umgezogen, ich habe mir meine Pyjama-Hose angezogen. Auf jeden Fall, Leute, der Film, es war so schön. Wirklich, man hatte einfach so richtig so good vibes. Wisst ihr, ich meine, es war einfach, es war Party, es war glücklich, es war spannend. Es war einfach wow. Ich fand es mega cool. Und ich empfehle euch den Film auch unbedingt weiter. Er ist wirklich lustig. Ja, genau, wie gesagt, der kam heute, also am 19.10. in die Kinos. Und ja, ich fand's richtig cool. Und Leute, können wir über diesen wirklich mitten in mein Gesicht reden? Ich weiß zwar nicht, wie ich es geschafft habe, weil ich gefühlt heute den ganzen Tag nicht zu Hause war. Aber mein Zimmer ist, obwohl ich es eigentlich vorhin aufgeräumt habe, schon wieder unordentlich. Deswegen, Leute, ich mach's jetzt mal ganz auf fix ganz schnell clean. Weil ich ja Popcorn gegessen habe. Und zwar nicht nur dieses kleine, was man gesehen hat, sondern ich habe mir dann auch noch was geholt. Leute, ich habe so wenig Hunger gerade noch. Ich bin immer so satt von Popcorn. Ich weiß auch nicht warum. Aber Popcorn macht mich immer richtig satt. Deswegen, ich habe jetzt gerade noch gar keinen Hunger. Aber wenn ich heute nichts Richtiges esse, dann werde ich morgen wieder so Bauchschmerzen haben. Das war bei mir schon mal so. Und das ist voll blöd. Ich will das jetzt mal hier ganz schnell clean. Der Lippen ist kaputt gegangen. Und die Haargummis tun wir wieder hier hin. Ja, das hier jetzt auch clean. Jetzt noch hier die Sachen weg. Oh Gott, alles ist nur noch schwarz von meinen Anziehsachen. So wird erstmal raus. Und ich räume später weg. Machen wir jetzt auch zu. Und jetzt mache ich mal meine ganzen LEDs an. Ich habe meine LEDs jetzt angemacht. Das sieht jetzt so aus. Und ja, Leute, jetzt, keine Ahnung, chill ich mich erstmal ein bisschen in meinem Bett, weil ich bin so fix und fertig von dem Tag heute. Ich kann nicht mehr. Also ich chill jetzt hier erstmal so ein bisschen, so, keine Ahnung, wie Uhr ist es gerade? Es ist 14.48 Uhr, 21.48 Uhr, was ist 14 Uhr? Ja, ich rufe jetzt meinen
Kater an, weil der hat mich vorhin angerufen, ich muss zurückrufen. Ja. Leute, es ist jetzt einfach 22.53 Uhr. Oh mein Gott, neben meinem Ohr sind die ganze Zeit irgendwelche Mücken. Die machen so, irgendwie, die singen gefühlt ein Lied oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Leute, ich gehe mich jetzt abschminken. Und ja, da würde ich eigentlich auch sagen, Leute, das war's mit dem Video. Meine Abendroutine, die habt ihr jetzt schon so oft gesehen. Ich glaube nicht, dass euch das noch interessiert. Meine Skincare, ihr wisst ja selber, habe ich ja im letzten Video gezeigt oder im vorletzten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja, Leute, adios, amigos.